Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen bei Raffas Barbershop. Mein Name ist Raffa. Und zwar wollte ich euch heute die Babyliss Low Pro FX vorstellen. Ich habe euch ja in dem anderen Video schon den Clipper vorgestellt. Heute zeige ich euch den Trimmer. Bin sehr gespannt darauf. Ich habe mit dem Clipper bisher auch noch nicht geschnitten. Und wie ihr seht, der Trimmer ist immer noch hardcore verpackt hier. Ich glaube, die möchte nicht, dass sie benutzt wird. So. Mal das nervige Plastik ab hier. Da haben wir das gute Stück. Boah, also zum Auspacken macht das echt keinen Spaß hier, muss man mal sagen. Haben wir sie. Puh. Ein DLC Blade ist drauf, 2.0. Liegt extrem gut in der Hand. Also die goldene liegt ja schon top in der Hand, aber das hier ist nochmal was anderes. Mal schauen, wie die sich anhört. Ist auf jeden Fall leiser als die Skeleton. Und das kann man direkt sagen. Wollen wir mal schauen, was dabei ist. Also standardmäßig natürlich ein Kabel. Hier mit US-Stecker, weil ich die aus Amerika bekommen habe. Wer sich die aus Amerika bestellt, kann, soweit ich das verstanden habe, auch die deutschen Kabel benutzen. Ansonsten einfach so einen Adapter besorgen, ne? So, wie immer Öl dabei, der kleine Schraubendreher, der auch wieder nicht raus will. Na, lass das lieber sein. Eine Reinigungsbürste und nochmal ein Kreuzschlitz-Schraubendreher. Hiermit kann man halt die Klinge auf Zero Gapped einstellen. Da haben wir es schon. Ist halt ein Mini-Imbus. Also den hier kann man auf jeden Fall ein bisschen besser greifen als bei der Skeleton. Aber ich glaube, auch hiermit wird man seine Schwierigkeiten haben, die Klinge richtig festzubekommen, weil man einfach nicht so richtig die Hebelwirkung damit hat. Ja, das war es schon an Zubehör. Ist halt ein Trimmer. Da ist nichts bei an Aufsätzen. Das sollte jedem klar sein. So sieht das Ganze von hinten einmal aus. Hier steht auch drauf Dual Voltage. Das bedeutet, man kann halt die Voltzahl aus Amerika sowie auch die aus Europa verwenden. Zu den ganzen Daten. Ihr seht es ja selber hier. Ich kann euch da nicht großartig was zu sagen. Ich bin nicht der Spezialist, was das angeht. Ja, wie gesagt. Super schöne Maschine. Ist auch schon Zero Gapped eingestellt. Weiß nicht, ob man das gut erkennen kann in der Maschine, in der Kamera. Sie liegt auf jeden Fall super in der Hand. Ich bin sehr gespannt, wie man damit schneiden kann. Also nimmt sofort alles weg. Ich kann euch ja mal den Vergleich mit der Skeleton einmal zeigen. So, ich habe jetzt hier die Graphite Blade drauf. Und hier ist halt die DLC Blade. Von den Zähnen her sieht das für mich jetzt eigentlich identisch aus. Wird aber nicht das Identische sein. Nee, ist glaube ein bisschen feiner. Die Zähne stehen ein bisschen enger zusammen, meine ich, bei der DLC Blade. Ich zeige euch mal die Original von der Skeleton mitgeliefert wird. Die sieht dann so aus. Im Vergleich dazu. Da sind die Zähne auf jeden Fall bei der DLC Blade weiter reingeschnitten ins Metall. Und so wie das aussieht, hat es, glaube ich, ein paar mehr Zähne, weil es enger zusammensteht. Aber das kann jetzt auch sein, dass mein Auge mich da täuscht. Ja, Freunde. Wie gesagt,
Das hier ist eine Maschine aus Amerika, die gibt es derzeit noch nicht in Deutschland. Sollte sich jemand aus Deutschland bestellen wollen, von Amerika aus, der muss halt, wie gesagt, einen Adapter sich besorgen fürs Kabel. Benutzen kann man es vom Strom her, aber wenn man natürlich die Skeleton schon hat, dann kann man auch das Kabel davon benutzen, um die Maschine laden zu können. Ich hoffe, euch war das Video hilfreich. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.